Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir haben endlich Kyanit gefunden in der letzten Folge. Und dann hatten wir das Problem, dass er kein Kyanit abgebaut hat. Beziehungsweise der Kristall war weg, aber im Inventar war nichts. So, ein Glück. Es war mit einem Neustart des Spiels behoben. Ich habe jetzt gerade schon mal kurz eine kleine Testbohrung gemacht und da waren die ersten zwei Stück Kyanit im Inventar drin. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. So, jetzt sagt der Kyanit im Frachtraum abgelegt. Müssten jetzt drei sein insgesamt. Jetzt treffe ich den Kristall gerade nicht. Warte mal, gucken. Jo, dreimal Kyanit. Eben waren es zwei, die drin waren. So, warum? Hier ist doch noch welches. Das dauert halt ewig scheinbar, bis man das abgebaut hat, ne? Kommt auch nicht immer was raus, ne? So, jetzt hat er den weggebohrt, ich habe aber nichts gekriegt. Komisch. Naja gut, ein Glück, dass es hier noch mehr gibt von dem Krempel. Silbererz. Mal gucken, wo war das denn alles, das Zeug? Ah, hier. Machen wir das Magnetit, was hier rumtreibt. Das nehmen wir auch mal mit. Da ist ja ein bisschen was für draufgegangen eben. Von den Torpedos, als ich die gebaut habe. Hier ist noch eins. So, das hier nehme ich mir direkt mal raus. Nein. Oh. So. Na komm. Schön abschrubbeln. Also wirklich viel kommt da scheinbar nicht raus aus den Kristallen, ne? So. Na komm. Bisschen Kyanit werden wir ja wohl noch kriegen. So, der ist jetzt einfach weggegangen und verschwunden. So. Oh, sag mal! Hau ab! So, sieht doch schon ganz mal gar nicht mal so schlecht aus. So. Noch irgendwo einen. Da hinten sind noch Kristalle. Da gehen wir nicht rein. Das war keine gute Idee letztens. Oben ist welches. Wo ist denn U-Boot? Da hinten. Da oben ist auch noch einer. Wir gehen den holen. Na. Bisschen. So. Okay. Und dann geht's erstmal zurück wieder an Bord. Dann laden wir das Zeug, das nehmen wir dann mit. Und dann werden erstmal die Module gebaut. Alles an Modulen wird man irgendwie noch bauen können. Was mit Kyanit zu tun hat. Die blöden Teile, ey. Thank you.
Also richtig viel kommt da nicht raus, ne? Aus so einem Kristall. Wieso hat eigentlich der Braun-Anzug jetzt schon... Wieso ist der auf 65% schon nur noch runter? Ist das nur wegen dieser blöden, wegen diesem Parasit, der da schon wieder wahrscheinlich an mir dran klebt? So, der ist jetzt scheinbar kaputt gegangen. So, da klebt auch schon wieder hier. Parasiten-Willi. Weg mit dir. So, okay. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann komm. Da vorne ist die Zyklop. So. Ach, guck mal da, ein riesen Quarzvorkommen. Könnte man sich schon mal kurz hinschießen. Nehmen wir das auch mal gerade mit. Bisschen Quarz kann ja nie schaden. Aha, neue Nachricht. Ich glaube, ich baue mir wirklich gleich einen Communicator in der Zyklop. So, jetzt ist er weg. Gut. So, nix wie zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, da oben, da sehe ich schon wieder so einen blöden Parasit dran kleben. Also der blöde Fisch ist auch da rum am Springen. So, ich hätte sollen das Inventar leer machen von dem. Na egal, nicht so schlimm. Hier, Edel ist voll. Spind ist voll. Der hier ist auch voll. Nehmen wir den. So. Pass auf, da steigen wir nochmal kurz ein. So, machen wir das noch leer. Boah, Mann! Blödes Teil. Nein, die nicht. So. Direkt an Bord. Das ist echt... Das gibt's nicht, ey. Hoffnungslos überladen. So, was sagt denn hier unser Strom? 39%. Okay. Ich glaube, es waren eben auch 39, ne? Dann haben die gar nicht so viel Strom gezogen, die Parasiten, kann das sein? Warte mal, die ist... Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Was sagt denn hier unser Schiff? Okay, der Fisch hat scheinbar keinen Schaden gemacht mit seinen Lavaklumpen, die der dagegen geschossen hat. So. So, dann laden wir mal hier auf. Upsala. Was ist denn jetzt passiert? Okay. So. Jetzt fällt mir gerade was ein. Um das zu bauen, brauche ich das andere. Das ist in der Tat doof.
Das ist in der Tat richtig doof. Wenn ich das jetzt raus... Ich komme nicht an das Modul dran. Wenn ich das aber rausnehme, dann implodiert mir der Krebs. Weil wir zu tief sind. Oh, Mann. Oh, ich werde noch bescheuert. So, wo ist denn hier? Sag mal, bist du irgendwie völlig Banane? Hau ab hier. Wieso lebst du überhaupt wieder? Du warst doch eben tot. Ach Gott. So, Zyklop-Tiefmodul Stufe 1, okay. Zyklop-Tiefmodul Stufe 2 und was haben wir? Wir haben Stufe 1, ne? Ne, wir haben Stufe 2 schon. Okay. Und für das Dreier müssten wir das rausnehmen. Ja, dann ist das nichts. Dann müssen wir jetzt nochmal zu... Oh, ey, ich werde noch bekloppt. Wir müssen nochmal zurück. Aber es geht nicht anders. Engine powering up. Es geht nicht anders, Leute. Ich kann es nicht ändern. Ich komme ja auch nicht an die Module dran, wenn ich mir jetzt hier eine Basis baue oder so. Das bringt ja auch nichts. Das bringt ja blöderweise auch nichts. So, warte mal. Wir machen mal hier den Wendelin. Und dann müssen wir wieder hochfahren, bis wir auf unter 900 Metern sind. Beziehungsweise über 900 Metern. Und ich weiß nicht, bei dem Baum des Lebens, da... Wir müssen, glaube ich, nur bis zu dem Baum des Lebens zurück. Ich glaube, der ist bei 890 Meter oder so. Irgendwie war der, glaube ich. Da waren wir doch schon mal mit der Seemotte, oder nicht? Bei dem Baum des Lebens. So, wo ist er denn? Der Rand der Welt. Dahin müssen wir. Und dann können wir da, glaube ich, gerade den Krebs abdocken. Und dann können wir da auch das Modul rausnehmen. 1100, ups, falscher Knopf. So. Noch 200 Meter nach oben. Vielleicht hätte ich auch können in dieser Kammer, wo ich eben war, vielleicht hätte ich auch können da nach oben steigen und dann da irgendwie versuchen, irgendwas zu machen. Seek fluid intake. So, hier ist der Wasserfall. So. Hier oben ist der Baum des Lebens. So, warte mal. Ne, hier ist er nicht. Wo ist denn der Baum des Lebens? 918. Oh, schon wieder. Na komm. Komm, wir gehen gerade was essen. So. Schnippel doch das Ding ab. Oh. Mein Gott. So. So, jetzt sind wir auf 916 Meter hier.
888 Meter. Also wenn man sich hier eine Basis bauen würde, eine kleine, dann... Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollten wir das in Angriff nehmen bei dem Baum des Lebens. Da vorne. 889 Meter. Hier hätten wir Wärmekraft. Schlecht wäre es nicht. 890 Meter. Das wäre eine schöne Basis hier. So. Na komm, dann lass mal gerade hier. Ach so. Lass mal Motor ausmachen. So, achso, dann gehe ich erstmal raus und schnippel die Dinger wieder ab. So, die blöden Teile hier. Bäh, ekelhaft die Teile. So, aber sie fliegen gut. Und ich fliege auch gut, wenn ich die abschneide. So. Warte mal, habe ich einen Konstruktor dabei? Nee, habe ich nicht dabei. So. Warte mal. Tools. Nein, da. Nein. Da ist der Konstruktor. Wenn wir jetzt sagen würden, wir bauen uns, was brauche ich denn dafür? Zwei Titanbarren. Oh, Schmierstoff, scheiße. Ich krieg keinen Schmierstoff hier unten hin. Ich hab keinen Schmierstoff. Hätte man sich können direkt einen Tauchdock mit dran bauen. Okay, ja, dann geht's halt leider nicht. Ich habe keine, weil ohne Schmierstoff kann ich mir auch keinen Tauchdock bauen für den Dings. So, warte mal. Wir brauchen das. Wir müssen gerade mal mit dem Krebs hier raus. Wie tief sind wir dann? Oh, scheiße. 921 Meter. Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Wenn ich den hier oben drauf parke, ist das ihm zu warm? Shit. ...901 Meter. Ich glaub's nicht, ey. Muss doch hier irgendwo das doofe Modul wechseln können. Oh, so ein Mist, ey. Kann ich mich oben auf den Baum stellen. Obwohl, da komme ich wahrscheinlich dann nicht mehr raus oder so. Hier hinten vielleicht. Hier geht es noch ein Stückchen nach oben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin nicht so leid.
So. Hier. Hier werden wir das ja wohl jetzt machen können. Engine powering down. So. Meter. Geh weg. Und alles nur, weil ich das Modul hier rausnehmen muss. Zerstörungstiefe 900 Meter. Wir sind auf 865. Alles klar. So. Okay. 5x Titan, 2x Lithium. Halt. Da war ein Titanstückchen drin. Das ist nur Elektro, das sind nur Torpedos. Lithium. 1x Lithium. Jetzt sag nicht, ich habe kein Lithium. Doch. 2x Lithium und da war auch Titan, habe ich gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, Gott sei Dank. Hat ja lang genug gedauert. So, direkt wieder einbauen gehen, das Ding andocken. Ach so. Hier lang. Oh Mann, ey. Was eine schwere Geburt. Wo steht das Ding? Da. So. Meter. Sehr schön. Nein, nicht die Erweiterungskonsole ansehen. Ich würde gerne einsteigen. Und dann gehen wir noch einen Schritt vor. Kannst du mich jetzt mal hochhieven? Dankeschön. So. Jetzt dasselbe nochmal für die Zyklop. Den raus. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. 500 Meter. Kacke. Es nützt nichts, Leute. Es nützt nichts. Wir müssen noch weiter zurück. Sonst kann ich das Modul nicht rausnehmen. Oh, nee. Das zerrt. Das zerrt echt. Meter tief sind wir. Dann müssen wir wieder an dem... Ah, nee. Ich darf nicht dran denken, ey. Ich weiß nicht, ob es hier innen drin eine Kammer gibt, in der man hochsteigen kann. Weit genug. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie hoch wir kommen, wenn wir hier sind, aber nicht wirklich weit. 720, ja. So, dann bin ich hier rechts rumgefahren, 640 Meter. Ach Mann, ey. Oh, was mich das nervt. Das glaubt mir kein Mensch, ey. Deploying decoy. Rig for silent running. 585 Meter.
So, jetzt sind wir wieder ganz am Eingang, ey. Oh, Mann. Und alles nur wegen dem Modul. Komm. Nein, warte mal. Mach nur den Motor aus. So, dann gehen wir die Parasiten draußen abschnipseln. Oh, blödes Teil. Lass mich doch in Ruhe. Noch irgendwo was? Hängt ein bisschen schief, ne? Aber macht nichts. So. Okay. Nein, das war das falsche Modul. Das ist richtig. So, Zyklop, Tiefenmodul, ein Plaststahlbarren und dreimal Kyanid. Okay, für einen Plaststahlbarren. Ah, warte mal, ich glaube, ich hatte einen Plaststahlbarren irgendwo rumschimmeln. Da, hier, geil. Den hatte ich irgendwie eben einmal zu viel gebaut, offline, zwischen der vorletzten und letzten Folge oder so irgendwie. So, und jetzt noch dreimal Kyanid. Der hatte ich irgendwie einen zu viel gebaut, wegen dem Braun-Anzug, glaube ich, oder so irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Zyklop. So. Endlich, ey. Oh, Mann. So. Das wieder rein. 1700 Meter. Okay. So. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier, Module. Die können wir nicht machen, haben wir keinen Schwefel für. Ladeschachterweiterung. Den brauchen wir. Zweimal Polyanilin. Oh Gott. Kriege ich das hier irgendwie hergestellt? Polyanilin. Gold und Salzsäure. Tiefenpilz und Salz. Okay, das sollte doch machbar sein. Tiefenpilze und Salz. Das müssten wir doch hier irgendwie, das könnte man doch hier finden. Hier sind Tiefenpilze. So, jetzt nur die Frage, ob man hier auch Salz findet. Huch, was liegt denn hier? Ach, hier ist der Lifepod 2. Da waren wir schon drin. Da ist Captain U abgestürzt oder so irgendwie. Glaube ich, war das. Ist überall Quarz, aber kein Salz. Und Elektrofische sind hier. Ist nicht cool. Das gibt's nicht. Jetzt gibt's hier alles außer Salz. Das kann nicht euer Ernst sein. Alles voll mit Quarz, ne? Nicht ein Klumpen Salz. Nicht hier oben drauf. Alles voll mit Quarz. Mann. Hier könnte man Salz finden. Tauch mal nach oben. Mit dem
Dings bin ich ja relativ fix auch wieder unten gleich. Das geht schon. Ich will nur nicht irgendwo in der Mitte hängen und nur noch 30 Sekunden Sauerstoff haben. Das wäre ein bisschen doof. Ah, hier muss doch irgendwo Salz rumschimmeln. Sag mal. Ey, daheim ist der ganze Schrank voll mit dem Mist, ne? Und hier findest du den. Ich geh mal Luft holen. Glaube ich jetzt nicht, ey. Ich weiß nicht, ob unter Wasser irgendwo, wo wir eben waren, ob da ein Salzbrocken war, den man abbauen konnte. Hier wird ja wohl irgendwo Salz liegen. Komm. Da ist doch schon Salz, na also. So, und hier liegt bestimmt auch noch mehr Salz. Mehr Salz. Mehr Salz, mehr Salz. Was liegt denn da? Ist das Quarz oder ist das eine Zeitkapsel? Quarz. Noch irgendwo Salz? Bitte. Ich gehe mir gleich die Seemotte daheim holen. Guck mal, sind nur noch 1000 Meter. Da ist Salz. So, da ist auch noch. Na komm. Ach ja. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, wie viel Salz ich brauche für Salzsäure. Ich glaube nur eins, aber wie viel haben wir denn? Wir haben drei, also vier. Eins will ich mindestens noch finden. Fünf wäre mir am liebsten. Ihr habt wahrscheinlich schon 10.000 Salzklumpen gesehen, an denen ich jetzt vorbeigeschwommen bin. Ist ja immer so, weißt du? Hä? Eine Zeitkapsel! Einfach mal so. Hab ich genügend Platz? Ja. Oh, cool. Ein Glubscher. Feuerlöscher und ein Diamant. Ja, geil. Also, nein, hier. das ist ja nicht schlecht. Diamant finde ich nett. Kann man immer gebrauchen. Vor allen Dingen am Anfang, für den Lasercutter. So, jetzt haben wir auch genügend Salz. Siehst du mal. So. Guck mal da, ey, wie weit wir schon weg sind. Was ist denn das da für ein Teil? Vielleicht sollte ich mal noch so das eine oder andere Stück Metall mitnehmen. Ah, hier ist auch ein riesen Salzklumpen. Hätte man können schön dran rumbohren. So, also ab nach oben. Und dann Luft holen. Achso, da müssen wir hin. Dann schwimmen wir noch ein bisschen an der Oberfläche entlang. So, im Dunkeln. Schön gemütlich, bis wir da drüber sind und dann geht es einfach steil bergab. So, 500 Meter, das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollte eigentlich zu schaffen sein mit dem Sauerstoff. Sehr gut. Und dann machen wir uns ein bisschen Salzsäure und dann können wir uns Polyanilin herstellen, hoffentlich.
Und dann können wir noch das Modul bauen für die Zyklop. Das Wärmereaktormodul. Und dann haben wir kein Stromproblem mehr in der Zyklop. Das ist Gold wert, Leute. Das ist richtig, richtig gut, wenn wir das haben. Dann können wir nämlich einfach zwischendurch, falls wir keinen Saft mehr haben, an irgendeinem so weißen Raucher oder an so einem, in dem Active Lava Gedönse da unten, können wir dann nämlich einfach liegen bleiben und warten, dass die Kiste sich auflädt. Das ist doch perfekt. So. Schiffsstatus, alles gut. So. Dann machen wir jetzt Salzsäure. Und dann brauchen wir Polyaniline, da brauchen wir Gold für. Okay, warte mal. Hab ich bestimmt irgendwo ein Stück rumfliegen hier. Oh, eins. Ah ja. So. Polyanilin. So. Achso, hier. Nein. Moment. Was wollten wir bauen? Wir wollten bauen. Bin ich jetzt bescheuert? Was wollte man denn jetzt bauen? Hier eine Wärmereaktor. Achso, viermal Kyanit, einmal Kabelsatz. So, war mal ein Kabelsatz? Ich glaube, ich hatte noch einen übrig, ne? Eben. Aber nicht im Bioschrank. Da ist noch ein Kabelsatz. Und viermal Kyanit. So. Und da, achso, hier? Nein. Hier hinten wurde er gebaut, ne? Ich bin völlig durcheinander gerade. So, Wärmereaktor. Geil! Sehr gut. Sehr schön, wunderbar. Zyklop mit Wärmereaktor. So, wo ist das Ding? Da. Wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung um in elektrischen Strom für den Zyklop. Sehr gut. Sieht gut aus. So, hier haben wir noch Trockendock-Reparaturmodul. Repariert im Zyklop angedockte Fahrzeuge. Das ist auch nicht schlecht. Dann wird nämlich hier der Brawn-Anzug. Der wird immer voll aufgeladen und der wird voll repariert. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir das jetzt? Ich könnte jetzt Titan besorgen und wir fahren in der nächsten Folge da runter und bauen uns da so einen kleinen Mini-Raum irgendwo hin. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das mal schnell offline besorgen gehen, das Titan. Dann können wir in der nächsten Folge da unten irgendwo eine Basis bauen. Das ist doch eine gute Idee. So eine kleine Mini-Base oder so. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Bis denn und tschüss.